Blue. Nein, ich möchte nicht in den Chat schreiben. Wer ist er? Hallo? Denkt ihr, ihr könnt uns hier überholen? Schießen wir jetzt den Reifen kaputt. Besser so. Mal gucken, ob ich treffe. Der Arme, Digga. Okay, Digga, so verdient der Bastard, ey. Einmal nach hinten rein. Digga, einmal weg mit dir. Imagine, du bist der Typ. Der nächste, der uns überholt, wird auch sterben. Klaus, jeder, der uns überholt, stirbt. Was denn, wenn jetzt ein Helikopter kommt, Erik? Dann schieße ich den ab, den steige ich raus und nehme meinen RPG und töte den. Das ist nicht gut. Und was ist, wenn ich nicht aufhört zu fahren? Du einfach mitten in der Fahrt aussteigen musst? Ich darf nicht warten. Steige ich aus und nehme Explosiv, mache mein Auto und die Explosivschuss an. Für seine Revolver. Sind 60 Grad bei 60 FPS gut? Ja. Okay, das ist gut. Yippie. Digga, es gibt Grafikkarten. Die schaffen nicht mal 60 FPS und sind auf, weiß nicht, 90 Grad. Das ist nicht deine irgendwie? Meine alte, ja. Die hat 60 FPS, ja. Aber halt auch alles auf extrem. Und das ist eine sehr, sehr alte, die ist von 2011 oder so gewesen. Boah, oder ich hab bei meiner die Grafik runtergestellt und alles, was unnötig ist, ausgemacht. Echt so? Und, Ja, hab ich halt so, ja, tut mir leid, Digga. Und der habe ich halt noch Shader und alles sowas noch, Shader, ja moin. Hab ich noch übertaktet und alles sowas und seitdem war die nachher zum Schluss auf 90. Hey, takt die doch einfach wieder runter. Digga, und der taktet die einfach. Bringt ja gar nichts, hast ja weniger Leistungen. Hä, aber der nicht mehr so heiß. Ja. Ja, na und? Morgen. Ist ja eine alte Grafikkarte, wahrscheinlich jucken wir euch das. Ich geh den Stuff holen. Stark. Gut. Hey, Wichser! Mein Stuff. Hey, Wichser! Ah. Ich sehe nicht, dass ein Baum im Weg. Digga, was schießen die da durch, die Hurennäger? Wir müssen Wichser. Voll ehrenlos. Die haben einfach die Frage, die ich haben wollte, geklaut. Einfach schlechter Moin. Mensch. Ah. Erik, der lebt noch, Erik, der lebt noch. Digga, Sniper-Duell der Toten. So, der vorne sitzen kann, der da von dem zweiten Wassersprüher. Digga, was macht ihr da? Ich darf nicht vorne sein. Echt nicht? Ich brauche nicht. Ich fahr mal zurück. Ich kann ja auch nur nach hinten. Ja, dann geh nach hinten. Ich will aber vorne. Wahrscheinlich dürfen nur Fahrer vorne sitzen. Ah, oh, wow. Das kann wirklich sein. Ja. Ich denke, was macht denn meiner? Hallo, ich will da nicht rein. Ich hab so viel Leben verloren, meine ganze Weste ist einfach nur, weil ich da rein wollte. Ja, er hat mich Idiot genannt. You idiot. Du Idiot! Jetzt fühle ich mich angegriffen. Niemand Lukas sagt dieses, wenn ich gegen den Boxer kaue, schreien. Scheiße. Willst du noch eine? Oh, ich geb dir eine Bombe. Ich habe einmal Jesko mal zitiert. Gib dir eine Bombe, Junge. Bombe. Noch eine. Daumen, Junge, willst du noch eine fangen? Nico, okay. Vorsicht. Warum Vorsicht? Das sind Gegner. Haben die Nike? Warte, sorry, Nigger Sharks. What? Also Björn, das ist sehr rassistisch. Ach. Was haben die Nike da? Digga, ich schieß selber durch den Joggenden durch. Ja, wohl dann doch. Realismus. Very realistic game. Waren nicht sogar die Polizisten im GTA 4 realistischer als hier? Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Da versuchen die auch auszubremsen und rammen nicht einfach random in dich rein. Die weichen dir aus, was? Nee, hier rammen die dich nur random weg. Da versuchen die dich auch noch auszubremsen. So. Wer ist er denn, Alter? Piss dich mal, du Bastard. Digga. Mann, der ist so schön. Denkt, der wäre hier besser, Alter. Ein richtig schöner Sportwagen, Digga, wird einfach von so einem fetten Polizeitruck weggerammt. Warte, komm. Das machen wir mit dem vor uns auch. Denkst du, kannst dich überholen? Okay, ist falsch, aber egal, juckt. Digga, Junge, der hat gar kein. Bei mir hat er gar keinen Heck mehr. Butt he Black, hat er auch nicht.
Aber er ist tot, Björn. Ja, Björn, das war, wir sind halt Polizisten, ne? Digga, nachher sind dieser Reifen von den Autos einfach so aus wie Eriks Radreifen. Radreifen, was ist das denn? Aussteigen, ihr Wichser. Ja, Erik, nimmst du den linken oder den rechten? Hä, von hinten? Was? Was? Das sind so viele? Das sind sehr viele, ja. Erik bleibt einfach drinnen, der Autist. Erik, geh doch raus. Erik ist nicht gemutet. Erik. Erik. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Erik, was ist denn mit dir? Hat Erik irgendwie einen Herzinfarkt bekommen oder sowas? Hast du was mitbekommen? Ich muss das andere Feuer löschen. Björn, Achtung, ich bin hinter dir. Alter. Erik, der Wichser, ja. Also müssen wir das hier alleine machen, Nico. Er ist halt auch nicht mal gemutet, so. Du musst doch alle Festplatten nehmen. Ich weiß, weil ich dann vorhin nicht durch konnte, weil da so viele Gegner waren. Ich hab irgendeinen getötet. Digga, ich brauche einen Minigun wieder. Ja, pass auf, Hirn. Perfekt, ja. Wäre Erik der Bastard. Wäre Erik rausgekommen, wir hätten es East geschafft, aber nein. Erik. Björn, hol dir noch schwere Rüstung. Okay. Digga. Erik der Bastard. Sind wir jetzt hier gespawnt? East Clap. Digga, Erik, wo warst du? Wir brauchten nicht. Ich hab mir Kekse geholt. Digga! Digga, ne? Mitten in der Mission, Alter. Was ist denn mit Erik, ihm, Alter? Erik der Bastard. Mann, ich hatte nur mal was auf Kekse. Erik, kannst du bitte mal sagen, wenn du weggehst? Du gehst nicht. Er war ja nicht mal gemutet, Digga. Imagine, eine Straßensperre bringt nichts. Er? Hey, Boost! Digga, wer ist er da? Funny. Oh, da ist ein Bus. Björn, Bus. Also ich hol mir kurz Kekse. Richtiger Erik. Erik, bist du wenigstens da? No. Ich dachte grad, Digga. Ich dachte halt auch grad, ne? Ja, Digga. Digga, ich hätte so erhalten, Autismus bekommen. Versuchen erstmal im Auto zu bleiben. Ja. Erik, wir versuchen erstmal aufzulösen. Mhm. Ich lösche erstmal alles und dann könnt ihr später aussteigen. Sie erstmal den ganzen Gegner beseitigen. Beseitigen, Alter. Die sterben einfach nicht. So das ist so schlimm, Digga, die sterben einfach nicht.
Als wären die so die Bösen, die Gegner. Sind sie auch. Nein, wir sind hier die Bösen. Nein, sie finde ich. Nico? Soll ich aufsteigen? Okay. Ich meine, stimmt, wir sind die Bösen, die versuchen, Raketenstadt aufzuhalten. Stimmt. Vergessen. Ja, wir sind Diebe. Wir sind Banditen. Wir sind Banditen, Digga. Wir sind Banditen, Digga. Du weißt Bescheid, wir sind Young and Hungry, Digga. Digga. What the? Trinkt Wasser, meine Kinder. Komm, trink! Ja, Erik, du bist Sammler, Digga. Das ist einfach nicht alleine. What the? Nee, aber wer würdest du mithelfen, würde schneller gehen, Erik. Und wir haben nur eine bestimmte Zeit. Ich muss mir vorstellen, wie viele Schüsse die eigentlich abbekommen. Ja. So einer, Digga, einer steckt gefühlt ein ganzes Magazin rein. Ein Magazin sind 30 Schuss. Okay. Der hängt einfach in der Brücke fest. Ganz witziger. Ganz witziger. Ja, was ist mit den NPCs heute los? Die drehen einfach random um. Denkt ihr, wer ihr seid? Ein NPC bist. Imagine, du bist ein NPC. Drei von drei oder wie ist das jetzt? Oder war da noch eine? Nee, jetzt 4 von 4 und dann noch 5 von 5. Danach müssen wir noch zum Hafen fahren. Aber war das hier nicht irgendwie jetzt die leichteste Station, wo wir gerade hinfahren? Keine Ahnung, ich habe das noch nicht gespielt hier in die Mission. Warst du nicht dabei? Nein. Nico, wusstest du, dass Markus Rühl einfach so krass seine Brust trainiert hat, dass er abends nicht schlafen konnte, weil er Krämpfe hatte? Imagine, du schießt nicht mit. Imagine, du holst Kekse. Digga, Erik ist noch da. Kekse holen wird genauso ein Meme wie... Digga, Erik, ne? Digga. Ich hab mir schon fast gedacht, dass er nicht da ist. Kekse holen wir schon. Ich hätte nochmal wieder Bock auf Tarkov, aber ich weiß nicht, ob du Bock hättest. Na, nö. Das Problem ist, jetzt müssen wir eigentlich wieder alles. Die ganzen Festplatten holen. Das Problem ist, Erik, der Autist, Kekse holen. Der Kekse holen wird genauso nehmen wie, Spülmaschine ausräumen. Mann, wir hatten keine Milch mehr da. Ja, Digga! Die ganze Zeit wegzugehen. Was ist denn mit dir? Ja, wir hatten aber keine Milch mehr. Jetzt musste ich einen halben Liter Bananensaft und ein Käsestück essen. Digga! Ja. Was ist denn mit dir? Endlich schießt er mal mit. Wir haben übrigens nur noch 8,5 Minuten, also. Müssen vielleicht irgendeine Ausstellung und die Festplatten holen. Oh. Gut gemacht werden. Wenigstens seine. Ich steck die ganze Zeit ja nicht aus. Erik abgefuckt. Übrigens sind hier noch welche, ne? Versuch mir wegzuspülen. Ja, spül die mal weg. Na, oben auf dem Dach ist noch einer, zu denen komme ich nicht an. Mehr ist das Problem. Nein, nein, nein! Oh, er ist der Animationssack. Ich bin tot, ich bin tot. Ja, Digga. Junge, Digga, er war schon fertig mit der Animation und dann gibt er mir einen Headshot.
Alles Junge, wegen Erik. Spawnen wir wieder am letzten Point. Hoffentlich. Ne, nicht an dem hier, an dem anderen. Ja. Hä? Irgendjemand hat gerade Stream gestartet. Digga, hä, was machst du hier? Digga, was ist das? Ja, was tust du? Ich hab nichts gemacht. Digga. Das ist schon zweiter Akt, was? Ich dachte, das wäre noch erster. Ja. Okay, wir haben 10 Minuten. Wir brauchen ein bisschen. Digga, ne? Irgendwie ein bisschen aus dem Fenster. Welcher Autist war das schon wieder? So, ich glaube, die Granate ist in dem drinne. Recht. Ich hoffe, ihr kriegt den Schaden hinten. Ich könnt ihr nicht. No. Kriegst du den? Nee. Imagine, du kriegst Schaden. Wer ist der Motor auf? Digga, guck mal hinter uns, Digga, der bleibt einfach. Digga, was ist mit den NPCs? Piss dich doch mal. Der ist dead. Auch der Bruce hier, der denkt, der wer ist. Mal pissen, der Bastard. Der kann ja auf meiner Linie fahren. Meine Buslinie. Richtige Leute, die machen gefühlt E-Sport in GTA, Digga, was der A-Mann geht. Echt so. Ja, aber steigt jetzt aus, ja, der Typ. Ist ja, wenn du entdeckt, wer er ist, steigt einfach aus. Chris for life. Alter, wer ist er denn? Junge, du hast sie überfahren. Und? Wen von den 20 meinst du? Ist nicht. Wir müssen in Ego-Perspektive aus dem Fenster. Digga, jetzt hätte ich mich müde, Alter. So, Erik, du bist mit, ne? Wenn Erik dir jetzt mich holen geht. Weiß nicht, Digga, kann ich irgendwie Granaten ausschmeißen? Nee, kann ich nicht. Ich bin angeschossen, Hilfe. Erik, das brennt noch. Nicht mehr. So, nimm das. Ich krieg Damage. Nico, deck mich ein bisschen ab, perfekt. Ja, ich krieg auch Damage. Und ich bin gleich tot, holy shit. Lauf, Bruder. Ich bin im Baum, wie könnt ihr mich hier sehen? Ach, Digga, jetzt schießt mit meinen großen Geschossen, Digga. Warum hab ich nur noch so wenig? Leben, meinst du? Nee, Snacks. Junge, spawn weit. Es spawnen welche vor mir. Was ist denn das? Junge, Digga, ich hab gleich einen Kollaps, Alter. Digga, ich steige jetzt einfach aus und versteck mich irgendwo, bis alle tot sind oder bis Nico die alle überfahren hat. Digga, was ist das die ganze Zeit? Was denn? Kein Stream starten, ne? Ich höre das nicht. Nee, Digga, trotzdem startest du den Stream und ins in aus. Hä? Digga, du hattest. Digga, was ist mit dir? Los, go. Digga. There is Roblox in the way. Okay. Endstück. Imagine the sportic in jeder Hitze einfach. Imagine bist auch ein Passant. Imagine bist einfach Adi. Adi. Imagine du bist einfach Adi. Vielleicht steht selbst in einem Schulbuch. Funny. Utopisch, was ist Utop? Ich kenne Urbanium aus Muck. Mukos. Oben passt dann mit dem alten fast kaputten Auto.
Mit dem kaputten Auto meinst du? Ein toter Passant. Hallo. Hallo. Ich hab ein kleines Problem, ich muss ganz dringend zum Hauptbahnhof. Hast du es ziemlich eilig? Ich will dir 100 Euro geben, wenn du mich ganz schnell rüberbringen. Ja? Ist das okay? Die Kollegen, die wollten letztens nicht glauben, dass ich dir 100 Euro zahle. Können wir, wenn wir an den vorbeifahren, einfach mal ein bisschen gucken und winken, dass sie sich ärgern? Cool, alles klar, danke. Ich schieße dir den Weg frei. So, steigt jetzt aus. Was rammt er uns? Steigt aus. Steigt aus! Nö. Ich hab TikTok geguckt, lass mal. Nee, ich meine eigentlich nur Erik. Mit Björn wäre eh ausgestanden. Ausgestanden? Was? Ich hab doch Nico angeschossen. Nicht nett. Gib den Bann. Raus aus meinem CEO. Oh, ich nehme A, Erik. Erik, nimmst du D oder so? Ich muss raus, ich bin low. Ich bin D. Ich versuche Erik ein bisschen zu decken. Ich bin scheiße low. Gut, weiter. Digga! Ja. Gut. Erik hat collected. Erik hat richtig collected. Einfach die Collector. Kann man dazu wenig Deckung nehmen? Ich glaube, das behindert sie hier, was gibt. Ich krieg Schaden von der Seite. Wo need an Ambulance? Ja, jetzt. Junge, Nico, mach doch nie meine Deckung weg. Och, die Nico, Digga, wenn ich jetzt irgendwie sterbe, Alter. Oh, Junge! Ich bin im roten Bereich, Erik, du musst collecten. Okay. Digga, es ist AIDS, Alter. Wo ist der? Oh, jetzt spawnen, Digga, jetzt wird mir erst wieder angezeigt, wie viele Gegner hier sind. Das fuckt mich immer so ab. Björn, komm rein. Wir sollten jetzt eigentlich einen Checkpoint hier haben. Ja, haben wir auch. Hoffentlich. Ich habe außerdem noch vergessen, dass wir aus dem Klo in Westblade einfach gewesen sind. Digga, Erik, was machst du? Ist unser Fenster kaputt? Wir haben nicht mal Fenster. Naja, doch Frontscheiben. Aber warum? Ja. Und jetzt gucke ich aus dem Fenster. Ah. Da sind Gegner. Wahrscheinlich darf ich das nicht zerstören. Bist du wieder voll, Nico? Half-Life, ja. Hinter uns ist ein Helikopter mit Raketen. Oh. Kritisch. Erik, wäre es vielleicht eine Idee, den mal abzuschießen oder weniger? Okay, also nicht gut. Digga, schrei nicht so, Digga, Erik. Digga, wir machen erstmal Spinny. Erik auch schon vor, dann selber machen. Nicht so. Ja, Digga. Ich hab den Heli. Schaden. Schrei doch nicht so, Digga. Man kann es auch mit Worten regeln. Nico, stell dich hier vorne mal ganz an die Wand, bitte. Okay. Geil, ich spiel jetzt mit Sniper, Alter. Gut. Danke. Hör auf, mich nass zu machen. Okay. Bist du da rübergekommen, Erik? Nico hat mir geholfen. Ja. Ich muss einen Umweg fahren, damit ich zu den anderen brennenden Scheißteilen komme. Problem ist, ich bin Half-Life, ich komme ja auch viele Gegner.
Ja, du musst nochmal zurück, glaube ich. Nee, nee, ich bin durch. Ja, perfekt, ja. Digga. So ein Scheiß, Alter. Junge. Zum Glück, wenn ich das nicht überlebt hätte, Digga, ich wäre so ausgerastet. Wie kommst du her? Ich komm gerade. Ich hab noch die anderen. Erik, hast du alle anderen? Ja. Okay. Dann dreh ich hier kurz und dann kann wir in Instant wieder einsteigen. Kurz. Ganz kurz umdrehen. Die schießen sich gegenseitig an, what the fuck? Auf einmal Skelette geworden. Ja, war richtig. Digga. Was ist gerade bei Erik? Bei Björn. Imagine. Moin. Muss ich mal bitte zu meiner Markierung bringen, Nico? Nee. Wie wäre es ja hier? Erik, Digga. Digga, Erik, was hast du schon wieder gemacht? Warte mal, kann man die K.O. schlagen? Oh, ich hab den umgeboxt. Ich hab den Typen umgeboxt. Digga! Feuerwerk, Yippie! Digga! Digga, du hast dich viel geschlagen, ne? Digga, ich dachte, das. Junge, Platin, so verdient er. Der ist ja ganz kurz rot, ne? So. Ich weiß nicht, ich was weiß. Du mit. Let's go 356.000. Beendlich, ja. Level. Nicht ein neues Level? Ne, mir fehlt glaube ich noch ein bisschen. Beendlich Level 62. 62. Ja, 62, 260. Ich setze jetzt eine Maske beim Zocken auf. Was? Gasmaske, oder? Oh nein. Wenn das schon damit anfängt, muss ich wieder an Phasmophobia denken. Guten Tag, Mensch. Ist doch natürlich, Digga. Was geht? So eine Maske, Digga, was bist du für ein Autist? Digga. Erik, ne? Ich bin mit seinem Bademantel, Digga. Bademantel. Nico? Ich lass dich sogar einsteigen, Björn. Hau rein. Digga, Björn, du sollst mit einsteigen, du Autist. Nee. Warte, ich muss mir noch kurz ein Headset zu machen. Nico, ich brauch nur G drücken. Nico, soll ich mal G drücken? Nee, mach mal nicht, Björn. Erik, ja oder nein? Ja. Nein, Digga. Ach, Digga, du bist so ein Autist, Digga. Björn, ich hasse dich. Erik hat entschieden. Digga, Erik hat entschieden. Schrei ihn voll. Du weißt nicht, worum es geht. Ja, weil der Autist hat schon wieder. Digga, Erik! Nee, Digga, er wird erstmal wieder. Ja, er wird wieder aus dem CEO gekickt hier. Ja, richtig verdient, du Bastard. Kannst du erstmal. Nett, Alter. Kannst du wieder schön mit dem Bursat bezahlen. Hast ja genug Geld durch einen Morden, Digga. Imagine musst einen Morden. Weil der einfach legitim nicht. Imagine muss Mission spielen, um Geld zu bekommen. Digga, Erik, was war mit ihm jetzt?
Erik, kein Stress, Erik. Erik, kein Stress! Kein Stress! Kein Stress! Warum ist die Stromfenster so scheiße? Ich hab dir zweimal eine komplette Ladung in dein Gesicht geballert und du bist nicht. Du bist etwas unter halbem Leben, hä? Junge, Digga. Hey, wie sad. Warte, Nico, kurz Auszeit, warte, so jetzt. Komm. Ich. Warte mal, Björn. Ich will es mal probieren. Nee, du bist nicht voll. Ey, ich bin low. Ja, du bist nicht voll. Also Snacks oder so? Nico, nein oder ja. Ich meine, du guckst gerade nicht auf Björn, also sag ich mal ja. Okay. Chillig. Okay, Stark. Ich bin ja Half-Life. Alles klar, Digga, die hätte ich 100% nicht getötet, wärst du Full-Life. Ah, oh, Junge, Digga, ich fühle mich wie so ein Skelett. Schalldämpfe. Oh, guck mal, Muskelkater. Nachladen. Erik hat den Scheiß auf. Erik, hast du Spaß daran? Ja, ich mag es sehr auf nachzuladen. Digga, Erik. Gaming Erik, Digga, wer bist du, Alter? Er hat richtig Spaß an seinem Leben, Digga. Oh shit. Ich hab echt nicht nachladen wollte, tut mir leid. Digga, da stand einfach, er hat mich umgehauen. Erik, warte, platzier mal. Warte, kann man selber Haftformat einplatzieren? Aber. Aua. Aua, ey, du stirbst, sind Polizisten, Digga. Björn, komm rein. Das ist ein sehr schöner Heli, den sie haben. Björn, kommen Sie rein. Ich hab sie auch eingeladen. Kein Zugriff auf dieses Fahrzeug. Ich hab dich auch reingeladen. Ich lade dich auch nochmal ein. Kann ich nicht mehr. Ja. Oh fuck. Ich dachte, Björn ist dead. Digga. Tschüss, Erik. Lass mich das nicht rein, oder ich mach. Junge, Digga. Mann. Komm noch rein jetzt. Ja. Genau, Erik, komm noch. Hä? Danke. Hä? Lol, ist der König drin? Ja, moin. Wer ist er denn, Digga? Warte, muss ich kurz umziehen? Oh, ja. Ich hab mir nicht zwei Stile gemacht. Ah. Wieder ein Gespräch, okay, geht nicht, weil ich in Lol, Erik, drück mal F. Was, oh mein Gott? Digga, den kriegst du aber V-Works. Oh mein Gott, geil. Erik, drück mal. Digga, ich hab so Sodbrennen, Alter. Imagine. Ich der beim Sport gegessen. Du heißt immer Erik. Nee, du hast nach dem Sport gegessen. Nicht beim Sport. Nee. Da haben wir noch gegen Samstag geboxt und danach noch ein bisschen Bankdrücken und so ein Shit gemacht. Okay, Erik hat einfach den Sport geboxt. Ja, im schlimmsten Fall noch die Aufwärmung. Ja, okay, obwohl die Aufwärmung ging sogar noch, aber. Das mit dem Kampf war nachher, wo ich gegen Lukan kämpfen musste. Hast du ja einfach gewonnen, weil du einfach besser bist. Er hat ja nicht doll gemacht, ich glaube, der bräuchte nur einen Schlag, mein Gesicht nicht, wäre ein Knockout. Ja. Digga, schau dir mal Erik an, Alter. Digga, Erik, Alter. Digga, Eriks Gesicht. Erik, nein, mach nicht den Sassy Burger. Jesus. Erik, bist du Sassy Burger oder Busy Saga? Ich bin der Grinch. Warum habe ich 3 Sterne? Erik macht der Mottenmenü aus. Er macht gleich das Mottenmenü. Digga, ne? Das war so. Digga, Erik. Nico, stopp! Digga, ich. Erik, ich wollte nach unten kommen, what the fuck, hä? Warum hast du jetzt. Wir. Digga, was ist denn mit euch? Ihr Ziel erfasst. Easy. Och, Björn, warum Digga, Björn, Alter, das war der komische. Björn, warum steht auf deinem Energy hinter dir? Ass. Oder Ass, diese Dose. Das ist Fassbrause. Digga, da steht einfach Ass drauf. Fassbrause. Nee, da steht Ass, Erik, schau mal. Oh. Bonk.
Diese Crew-Surf-Überwachung deutet darauf hin, dass ihr Fahrzeug zerstört wurde. Wir sind bemüht, ihnen einen gleichwertigen Ersatz zu beschaffen. Stark gemacht. Wie auch immer das war, kriegt Prozent weniger, weil da ist. Nico. Digga, so ein Autist. Er kriegt ja nicht mehr ein. Erik! Aui! Aui! Nico, du warst es doch, gib's zu. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Okay. Imagine, du bist dieser Homer. Einfach tot. Imagine, findest du ein Halbkettenfahrzeug, ne? Ich hab euch eingeladen, ihr Autisten. Warte, ich muss noch mal ein Halbkettenfahrzeug bestellen. Ein Halbkettenfahrzeug? Digga, Erik, ne? Nee, Erik, lache, Digga. Digga, ich hab so wenig Schaden bekommen. Was? Mann, Erik's geliebt. Jetzt mein Halbkettenfahrzeug angekommen. Was ein Halbkettenfahrzeug. Erik, Digga. Seid ihr drin? Oh, Junge, Digga. Ja, dann tritt doch jetzt bei. Definiert. Ja, halt's Maul. Das ist jetzt nicht nett. Das ist nicht nett. So, damit mir sich auch gar keine schwere Rüstung kaufen kann oder Munition. Instant starten. Schon easy. Lange. Digga, Erik freut sich voll. Lene, meine Schwester hat sich mal mein Handy genommen und von sich selber Fotos gemacht. Was? No joke, die Fotos. Warum haben sie jetzt so in die Kamera geguckt? Geil, Alter. Fühl ich. Bodentrupp, ich will Bodentrupp machen. Ja, dann geht ihr beide Bodentrupp, weil Bodentrupp ist funny. Beobachtung, ich brauche mehr Action. Digga. Ja, ne? Nico, letztes Mal war ich aber Beobachtung, ich habe das gut gemacht. Ich weiß aber nicht, ob Björn es da alleine drin schafft. Ich meine, Björn hat so viele Snacks. Björn, ich habe gar keine Snacks. Nico, Digga, dann geht's zu zweiter rein, wenn ich keine Snacks hab. Geh du doch denn zu Björn, ich möchte es da draußen machen, doch. Halt dein Maul, ich habe das noch nicht gemacht, Erik. Digga, jetzt sind wir zwei Scharfschützen und Björn ist alleine. Digga, ne? Cool. Obwohl, Erik, ich glaube, du kannst trotzdem reingehen, obwohl du... Okay, dann geh du mit rein. Digga! Digga, ne? Beide sind Autisten. Warum? Nur weil Erik ein Autist ist. Digga, wer hat da diesen hässlichen Outfit, das hässliche Outfit genommen? Brand Udestar, watch the gummy do. Die Imagine bewegt sich nicht. Imagine, was cooles Fahrzeug, mit dem ich jetzt fahren werde. Majors Coins. Digga. Björn, ist das, was ich gerade sehe, da rechts? Erik, ich fahr alleine, du Spaß. Erik, ich kann dich auch rauswerfen, das weißt du. No. Warum nimmst du dir eine Waffe mit MG, aber lässt keinen anderen drauf? Ey, weil ich alleine rein muss. Ach, so meinst du das? Ja, keine Ahnung. Starke Panzer, deswegen. Okay. Eigentlich nicht, ist halt übel langsam und scheiße, aber. Ja, perfekt. Meinst du, der Kuruma ist besser gepanzert? Nee. Nein. Junge, ich mit dem Federkern ein bisschen schnell, ich dachte, der wäre cool, ey. Fahr hier lieber Berge, Digga, scheiß drauf. Perfekt, im Unfall. Junge, ich bin Erik hier, und bisschen was. Ich verkauf das Benzin. Wieder, Digga, wenn ich kein Geld mehr hab. Digga, wenn wird das passieren? Ich bin ein bisschen langsam, tut mir leid. Ich hab nur noch 100 Millionen. Digga. Digga, ich hatte mal 500. Ja, siehst du? Traurig. Ich hab 400 ausgegeben. Digga, au. Ich weiß ja auch nicht, wo das ganze Geld. Also, ich hab wirklich nur Autos gekauft, aber als ob die so teuer waren, dass ich dafür 500. Digga, das sind Autos und GTA, Björn. Ja. Das sind Autos und Björn, GTA. Ich glaub, ich stell mich einfach mit dem Fahrzeug in die Mitte, geh dann auf die MG rauf und baller alle weg. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, überhaupt mit dem Fahrzeug da reinzukommen. Oh nein. Digga, ich habe übel scheiß Voraus und keine Snacks und halt scheiß Fahrzeug am besten. Und dem bist du ne. Und wenn Erik nicht mit reinkommt, bist du halt auch alleine drin. Bin auf dem Weg. Na, wer zuletzt da ist, der. Ah, gerade 40. Der muss zu Björn mit. Ja, Björn, du bist ja ausgeschlossen, weil du musst ja rein. Aber wer. Einfach später da ist. Muss halt zu Björn mit rein.
Digga, ohne Mist, ich fahr 10 km/h. Alle überholen mich, die NPC-Fahrzeuge überholen mich einfach. Nein. Doch. Maximum. Junge, ich kann ihn da vorne nicht überholen, weil ich so langsam bin. Er hat sich ultra gelohnt, das Fahrzeug, meinst du? Nee, ich hab den jetzt umgebracht, Digga, ich nehme jetzt ein neues Fahrzeug. Das Fahrzeug umgebracht, oder? Nee. Also den ersten. Der Typen, der auf so einem Schrottlaster ist, ist schon schneller als meins. Ja, es ist halt wirklich. Ja. Imagine muss einfach hinter mir hören. Imagine, das Auto hat nur 2 Gänge. Achso, ich dachte gerade. Junge, der hat den Motor so aufheulen lassen, ne? Mein Charakter. Ja. Was geht denn das die ganze Zeit berghoch? Ich bin nicht übel langsam. Denn ich fahr doch bergab. Erik, was hast du für ein Fahrzeug? Wir fahren doch einfach bergab, hä? Gar ja. Keinen Sinn. Digga, wie Erik lacht. So ein Autist. Also 21 oder 22 km/h. Fahr ich gerade berghoch. Ich guck mal kurz auf die km/h-Anzeige. Ich fahr grad 40. 40 fährt. Meiner kann nur maximal 40 fahren. Digga, was fährst du für eine Scheißkarre, Erik? Ich fahr 60 jetzt, berg runter aber. Oh, oh! Gegenstück gekracht. Also, wenn er geradeaus fährt und keine Erhöhung. Ah, ich sehe da vorne ein Auto. Nein. Also, wie ein altes. 70 fährt meiner Berg runter. Drift. Ah, Mauer, Unfall. Imagine. Imagine. Imagine, Digga. Oh. Jetzt richtig steilen Berg hoch. Muss ich da hin? Ich bin nicht irgendwo. Gibt's hier noch einen Supersportwagen irgendwo? Okay, scheiße. Der kommt da nicht hoch. Also jetzt kann er 40, 40 wahrscheinlich fast 30 fahren. So, neues Auto gezogen. Check aus. Oh, wo bin ich hier, Digga? Wer bin ich? Guck mal, der fährt schon schneller. Oh, da hinten ist das. Der fährt schon 100. Okay, es kann auch ein bisschen dauern, bis ich da bin. Wusste. Oh mein Gott. Wieso, Digga, das muss ja eine Angabe in mph sein, also miles per hour, weil ich glaube kmh per hour. Ich glaube dran mph. Ja, es wird jetzt, achso, lol, bei mir steht das jetzt erst dran, bei dem Auto steht das erst dran. Ja, dann muss der ja auch 120 fahren. Wo ist meine Gewichtsangel? Okay. Wieso fährt der nur 120 eigentlich? Für Scheiß für ein Auto. Vor allem in der Sportklasse. Danke, dass mich crasht, du scheiß NPC, Digga. Ich hoffe, du stirbst in einem Feuer. Hier sind Hochstarter machen, geht das mit dem Auto? Ja, nicht wirklich. Ich bleib trotzdem in meinem Auto. Ich hab ein Muskelauto. Oha, ich hab. Digga, er hat 2 Schüsse in seinen Kopf mit der Heavy Sniper bekommen. Lamborghini. Steht immer noch drauf. Wer ist er? Ah, ja, alles klar, Digga. Natürlich gehen die Schüsse 10 cm weiter rechts, als wo ich eigentlich aime. Fortnite be like. Oh, jetzt ist richtig schön. Be like, wenn du verwundert bist. Ui, 60, mein pro Stunde fast. Also auf Red Dead Redemption hätte ich mit euch auch nochmal Lust. Wie gesagt. Ja, ich muss da lang, okay. Ja, das Problem ist, ja. Haben wir halt nicht. Ja, ist nur der Online-Modus ist nicht so teuer. Der kostet 5 Euro oder so. Oh, 60 Euro, 60 E-Mail. Der, ich wollte gerade statt 60 Meilen pro Stunde 60 Euro sagen. 5 bis 10 Euro kostet das auf Instant Gaming, glaube ich. Also, ist deutlich billiger als GTA. Aber gibt's halt auch, ist halt sehr ähnlich wie GTA, ne? Nur halt Wild West. Wild West. Hab's auch schon einen Helikopter? Digga. Ja. Also, wenn man halt eine Flugmaschine gibt's und eine alte, ja, aber. Och, nice. Hat die auch MGs und Raketen? Digga, Erik, wahrscheinlich. Kann ja sein. Björn, warte lieber. Björn, warte lieber noch draußen auf Erik. Ich bin drinne. Björn, warte. Der soll unten irgendwo soll ein Gegner sein, rein? Aber ich sehe noch nicht, weil da sind ziemlich viele und vor allem, wo ist Erik? Darf ich Erik!
Digga, Erik, du läufst einfach! Nein, du musst nicht, ich fahre mit. Was? Du bist mit dem Fahrrad? Nein. Digga, Erik. Du kannst mir entgegenkommen. Digga, Erik, wir sind beide schon am Ziel. Erik, du bist ja gerade mal auf der Hälfte der Strecke von meiner Basis zu uns, Digga, Erik. Ich baller mich hier gerade schon durch. Naja, wenn du es alleine schaffst. Mein Erik schafft es ja anscheinend nicht. Also, ich bin auf dem Weg. Ich meine, Björn, wenn du dabei stirbst, dann sind wir alle hier. Also. Mann. Also, dann würde es. Dann hätte es wenigstens eine Position. Ich habe noch nicht so viele Probleme. Nur die Deckung ist ein bisschen. Digga. Muss eigentlich so nur noch geradeaus fahren. Endlich. Warum halten sie so viel aus? Warum halten sie so viel aus? Müsste halt am besten snipen, dass sie mir nicht in den Nacken fallen. Ja, ich versuch's ja. Problem ist. Problem. Digga, warum hat das eine Hitbox? What the fuck? Digga, da ist einfach. Die Gegner können wieder durchschießen, das macht Sinn. Ja, bei mir kommen keine Gegner rein. Ja. Oh, noch fast zwei. Das Problem Meter. Ist, bei mir kommen von hinten halt auch welche und ich kann die halt nicht. Weil die Hitbox in diesem Treppending, wo man hochkommt, ist halt massiv groß und nur die Gegner können durchschießen. Ich muss ja alles im Auge behalten. Ja, das ist das Problem. Gut, dass ich den Bodentrupp alleine mache. War denn nicht mal irgendwo ein anderer, der dir eigentlich helfen sollte? Erik ist nicht da. Noch ein Weg. Digga, du fährst. Schön, dass du läufst, Erik. Nein, du läufst nicht. Ich fahr mit einem Fahrzeug. Was für ein Fahrzeug? Es ist kein Auto. Ach, der gerne. Wenigstens sind wir jetzt alle hier. Motorrad oder was? Nee, ein Fahrrad. Ist ein Fahrrad gefahren. Digga! Warum bist du mit dem Traktor gefahren? Was ist mit dir? Warum fährst du mit Traktor? Ich wollte immer nur LS19 machen. Digga, Erik, du scheiß Bastard. Erik, so isst man keine Kekse. Keine Bauchwelle. Erik, hör auf, Kekse so zu essen. Was ist denn mit dir? Digga. Erik, so isst man keine Kekse. Hör doch auf. Erik, der richtige Querdenker. Digga. Ich bin kein Querdenker, ich bin Nazi. Nazi. Nazi, Digga. Einfach Nazi. Einfach ne. Digga, ne. Erik, es sind alle tot. Du brauchst keine Minigun. Geile Minigun, die du in der Hand hast. Wow! Au! Was denn? Was hast du gemacht? Ich habe eine Rakete auf so einen Typen gezielt. Die scheiß Rakete fliegt zum Dach. Stark, Erik. Gut gemacht. Stolz auf dich. Egal. Aber wieso piept hier was, Erik? Ich weiß es nicht. Ich will hier raus. Willst du da raus? Gut. Du sollst Björn da drin helfen. Erik darf nicht rein. Achso, okay. Bäh. Der kriegt einen Timer und dann stirbt er in einer Zeit. Nice. Teamaufteilung mal wieder im Maximum. Erik, sag mir kurz mal, wo ich bin. Kann ich mir einfach die nehmen von hinten nicht in den Nacken fallen, ist mir alles recht, Digga. Weil hier, das kriege ich eigentlich noch drin. Außer den Typen. Oh, den roten Bereich. Digga. Das explodiert ja schon wieder. Digga. Ein Auto. Wo rennt der Typ lang? Dick, weißt du. Warum ist da ein Helikopter? Ich kann vorrücken. Irgendwas, was schießt ihr denn die ganze Zeit mit Raketenwerfer? Erik tut das alles. Jetzt fuckt ihr übel ab.
Bumm. Oh, ich muss mich verstecken. Ich kann von hier oben keine Raketen runterschießen. Oder irgendwie sowas. Bin bei der Treppe. Oh, ich glaube, jetzt sterbe ich, glaube ich. Dicke Erik, hör auf, deine Explosion-Munition zu benutzen. Ich schieße mit einem Raketenwerfer. Erik, ich habe da keine Rakete gesehen. Aber echt nicht. Was ist denn das? Erik, jetzt habe ich eine Rakete gesehen. Erik, hör auf, Mod-Mini zu benutzen. Ich benutze es doch gar nicht. Irgendwie glaube ich das Erik nicht. Also, ich mache einen Clip. Sehen wir es dann nachher. Er grinst schon so. Nein, sich einmal die Kämmern. Hier hast du, Erik. Bruder, das klärt. Junge, wie viele Schüsse steckt der Typ? Ja, das Alter. Ist. Alter. Das ist die ekelhafteste Mission von allen, glaube ich. Ich habe mich gerade Asshole genannt. Töt ihn doch. Seine Explosion-Munition. Ich no-scope dich jetzt. Muss ich den jetzt hier rausholen, den Typen? Ja, muss mit dem noch mal rausgehen. Alter, unten ist alles voll, ne? Ich meine, andere Frage, Erik, wie bist du noch nicht gestorben? Der hat der Typ eine Lebensanzeige, ne? Nein, aber Digga, Erik! Erik, wie bist du noch nicht gestorben, frage ich mich gerade. Ey, sag mal, Geheimnis. Ich knock die alle. Hilfe. Ja, ich bin. Digga, du nahkampfst die alle, Erik, wie kannst du noch leben? Ja, ich hab einen genahkampft. Erik, das sehen wir vorhin aber anders aus. Ich bin unten lang gelaufen, hab alle, die mich angeschossen haben, zurück angeschossen. Oh, Junge. Digga, geh doch nicht die Treppe so runter, was ist denn mit dir? Alter, so knapp schon wieder, ne? Digga, er geht die Treppe, Digga, wie so eine Oma, Alter. Jojo, ich hab ja Zeit, wer hat denn nur angeschossen? Alles gut, Digga, ein paar Schüsse tun immer gut. Abhärtung, wie Lukan sagen würde. Digga, Erik! Ein Bastard, ne? Erik, mach Explosion-Munition, danke. Gut. Warte, wo soll ich die machen? Erik. Mich mal eben mit Raketenwerfer schießen, meine ich. Digga, ne? Erik, ich hasse dich. Erik, also. Ich kann nochmal einen Clip machen. Scheiße, ich bin fast tot. Oh, Nico, wenn du jetzt stirbst, ist mir ganz, ganz ungünstig. Ich bin nämlich übel weit. Ich hab keine Snacks mehr, ich hab nur noch Pisswasser am Kippen. Ich hab's auch ohne Snacks geschafft, muss ich dazu sagen. Okay, Erik. Ja, weil bei dir halt nicht von hinten 200 Leute gekommen sind. Die sich halt die permanent one hitten. Digga, Erik. Ich hasse diese C-Person. Ist mir so unsympathisch. Du hast mich erstmal genannt, wo bist du? Zeig dir, da oben bist du. Moin. Digga, ich konnte ihn gerade nicht treffen, weil Eriks Explosion meinen ganzen Bildschirm verrückt hat, Digga. Ich rücke langsam vor. Na, ich komm schon mal runter, ne? Ich hoffe, der hält sich auch an der Leiter fest, Digga. Na, Erik, Explosion aktiv. Jetzt sehen wir ja, guck mal, wie er getestet hat. Wie er getestet hat, ob er noch Explosion anhat. Digga, Nico. Nico, was war da los? Hab ich nicht. Nico, haben wir diesen Checkpoint? No. Corona Party, yeah. Gamers be like. Wieso hat das Gefühl, dass wir keinen Checkpoint haben? Ja. Do you think you're better? Doch, wir haben einen. Oh ja. Achso, ich wollte gerade das Auto reinschießen, Malzen. Digga. Erik. Warte, ich will. Ja, du Wichser! Digga! Ich will nur auf dem G. Danke. Mann, ich wollte da hin.
Dann setz dich hinten. Hallo. Digga, was ist denn mit euch? Wir sitzen. Digga, nee. Hör doch auf loszufahren. Jetzt. Digga. Bisschen laut hier. Warum? Digga. Der schießt mir immer. Was hast du gesagt, Björn? Meine MG ist zu laut. Digga, guck mal, der schießt mir immer ins Gesicht. Erik, wir sind auf der Autobahn. Viel Spaß. Ja. Ratatatatatata. Erik, vor uns ein Gegner. Vielleicht solltest du dich lieber anschließen. Achso, da ist ein Gegner. Was? Also, ich weiß nicht, was mit der KI von GTA Passanten passiert ist, aber irgendwie seit letztem Update sehr interessant. Erik hat seinen Spaß. So, wer für den? Ah, danke. Erik, seine Facecam, Digga. Er benutzt eine scheiß Hand. Er ist richtig gelangweilt. Lol, ich kann sogar mitschießen, wenn ich will. Oha. So, stopp. Gegner! Wir wollten den Pauze spielen lassen, dann passt das. Oh, der brennt. Oh, der ist explodiert. Memo. Ratatatonk. Gut, meine Brees. Die müssen wir uns nicht anschießen. Rat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 
Digga, was ist das für eine Scheiße? Ja, Erik, hör auf, wenn in die Facecam zu schauen. Digga, was ist denn mit euch? Ja, Castaway. Erotet, erotet. So eine Autisten, Digga, so eine. Erik, spann mal den Bizeps an, mach mal so. Guck dir mal Erik den Bizeps an, guck dir mal meinen an. Erik, wie ey, grü- hast du angespannt, Erik? Mhm. Ja, okay, dann noch ein bisschen. Aber ich würde eher sagen, mehr Gregor. Ja, guck mal, Digga, aber guck mal, nicht mehr. Nee, Erik braucht einen zweiten Arm, um anzuspannen. Guck mal, ey, der muss jetzt den ganzen Weg laufen. Denn bitte. Hier komm. Man sieht schon was. Ich glaube, ich ziehe mir einen Tanktop an. Oder ein Hemd. Oder ein T-Shirt. Digga! Digga, nicht explodieren lassen! Erik, du Idiot! Digga, ne? Erik, wenn das jetzt explodiert neben ihm, ne? Und er wäre gestorben. Nee, du gehst! Hallo! Nicht nett. Ich will nicht überholen. No, we are not. Ahoi, we are black. Ahoi, Brause. Erik, Leute. Erika. Digga, wie kann man so hart einen Lachflash bekommen, hä? Digga, Digga, er stirbt einfach. Das ist wie die NPCs vor uns. Digga, Erik, was ist denn mit dir? Da laufen zwei Leute. Ich hab kein Auto, ihr werdet sterben. Digga, ich sag so eine Ahoi-Brause, Erik, erstmal 20 Sekunden Timeout, einfach nur wegen Lachflash. Clean. Digga. Digga, kann ich einfach hier überholen. Witztiger. Outplayed. Hä? Okay. Digga, GTA KI ganz, ganz komisch. Moin! Digga, Björn, du bist so cringe, ne? Hä? Ich glaub, du bist einfach immer noch heterosexuell in 2021. Wie cringe, Digga. Homophob du bist. Digga, ist so schlimm, ne? Digga, was macht die KI da hinten? Ja. Was ist mit ihm? Hör auf zu fliegen, du Bastard! Digga, denkt einfach, er wäre UFO. Guck mal, Erik, der Bastard Falls, der denkt einfach, er wäre besser als wir. Ist er aber nicht. Der Bastard, der ist hier und ist einfach gleich tot. Erik, vor uns ist ein Helikopter. Helikopter. Nico, letzten Daumen. Digga, überholt uns einfach, wir denken sie, wer sie sind. Wer? Der Schwarze hinter uns. Direkt hinter uns, der Schwarze. Genau. Okay, der ist tot. Tweet. Gut. Erik wird so hart Platin bekommen, einfach nur weil er die ganze DMG benutzt. Ist ja echt so. Der Lauf streckt sich. Digga. Bienus Maximus streckt boah, sich. Digga. Du kannst übel schwer atmen. Ein Atmen war nicht, ja? Oh. Besser so. Endlich Ruhe. Es gibt so einen Typ auf TikTok, der sagt die ganze Zeit, er kann unter Wasser atmen, weil er
Sauerstoff aus dem Dings filtert. Dafür bräuchte er aber Strom, der im Interesse den Mund hat. Amigo? Ja. Hast du Probleme, oder was? Ich weiß noch, dass ich da ein Video gesehen habe, wie er das gemacht hat. Muss, der hat gesagt, du musst so einen unterdruckenden Mund entstehen lassen und dann ziehen und dann sollst du angeblich den Sauerstoff rausfiltern. Mhm. Und dann durch die Luft, durch die Nase ablassen. Yep. Aber wenn es das gibt, ne? Wieso ist denn. Nee, ja. Also, warum wird es noch nicht benutzt? Ja. Manche sagen, ja, es funktioniert, aber irgendwie glaube ich das nicht. Glaube ich irgendwie auch nicht. Achso, Björn. Hier der Typ, wovon wir uns gestern Abend noch das Video nicht komplett leider anschauen konnten. Mal was weiter gucken? Nee, der hatte heute noch einen weiteren Teil gemacht. Ich glaube, der war bei der No Phasmophobia. Okay. Glaube ich. Er ist trotzdem witzig. Lass den hier nach weiterschauen. Digga. Ihr seid so ein Autist, Digga. Björn und der NPC sind einfach Hand in Hand. Hanse Merkur. Ich will nicht bewegen. Er ist ja ganz Tür zumachen. Ich darf nicht bewegen. Ja, Mission fehlgeschlagen. Danke, Erik. Scheiß Bastard. Hä? Warum, Digga? Ich bin gefahren, yeah. Gefahren, yeah. Erik, du bist nutzlos, yeah. Ich denk mal, als Björn drinne war, da. Da hatten die draußen Ultra-Gewehr, ja. Aber Erik, was war mit deiner Explo-Munition? Welche Explo-Munition? Können gerne mal mit Explo-Munition spielen. Björn entdeckt mein Twitter-Account. Warum? Weil du so komisch geguckt hast. Erik! Er macht die Standard-Skill-Cam, Alter. Digga, Björn. Björn, mach das nochmal. Hast du Spieler auf dem Handy? Hallo? Ja, okay, man. Habt ihr auch so einen richtig langen Ladescreen, oder? Ladescreen? Ladescreen? Habt ihr auch so einen richtig langen Ladescreen? Habt ihr auch so einen richtig langen Schwa... Komm, Erik wird angeschrien. Imagine, du bist angeschrien. Digga. Lass uns jetzt das Video gucken. Ich war gemutet. Ja, auch wirklich, Erik, auch wirklich. Björn, mach weiter. Björn, mach weiter mit Schießen. Warum? Stopp. Digga, er hat Mottenmühe an, er hatte Gottmode an. Erik, du hattest for real Gottmode an. Das überlebt meine MP, das überlebt man mit der MP nicht. Das erklärt, warum er vorhin so 300 Leute boxen konnte, ohne zu sterben. So ein Bastard, Digga. Ey, wenn du zerstörst, ne? Okay, ich zerstör's nicht. Mann, ich wollte. Oh, Erik brennt. Ich brenne auch. Bringt richtig viel, Erik. Hä? Wieso hast du Dings wieder angemacht? Was? Nico. Ich hab's aus. Hey, das so, ich. Der Erik hat den Mod-Menü und er kann einfach. Ja, Boys. Digga, Erik hat mich wirklich durch das Mod-Menü gekillt, ne? Ich kann ihn nicht anschießen, aber er nicht. Ja. Ja, Erik, Digga, red dich doch nicht die ganze Zeit raus. Fuck, was hier. Natürlich kannst du mich anschießen, ich hab grad gebrannt. Ja, jetzt kann ich dich wieder. Hä? Nico hat gerade irgendwas umgeändert. Ja, ich hab gerade, Björn macht das Video an. Okay. Björn, also Björn, erstmal musst du Stream anmachen, ganz einfach. Digga, Björn, was ist mit dir? Soll das Stream anmachen, ja? Digga, den lass den auch an. Warum fängt Björn nicht die Avocado? Okay. Wie fängt jetzt niemand die Avocado? Du Bastard. Okay, the wish is... I wish for Berber!
Oh nein, ich habe einen neuen Boden gedrückt. Your wish has been granted. I don't wanna be Burger! Will Juicy ever return to his normal form? Will Eddie get citizenship? Are the boys gay for touching their balls together? Will Quillen just die already? Find out next time on the Boys Ball Z. Einfach wie wenn wir diesen Bodenkampf machen, sind wir gay, wenn die Eier anfassen. What? Tracy, are ready for some burgers? Yeah! Yeah, 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 dude, yeah. Oh, what's this doing? Me? Oh. Oh! Hey, fellas! Yeah, I just got out of the hospital. The doctor said the bullet missed my brain. Hello? Hello? Oh, okay. Hey, how's it going? You see, I got my son here, little smashing. He's been on the special side and he needs his hair cut because he's trying to hang himself now with it. It's a bit too long. Alright, little buddy, what are we giving you today, huh? Can I just get a little off the top? No problem. Oh. I like your cut, G. Bumper cars! Get out of my way, motherfucker! Watch out! Hey, Junge, was ist das? Ich steck dir das. Oh my god, are you Digga. Junge, Digga. We got all of the boys' balls. Doesn't that mean that we can, like, make a wish or something? I don't know, don't we need to be, like, terminally ill before we can. No, let's make a wish. That's a dog thing. No, there's a whole nother deal. Oh, okay. Tell the nice man which Punko Pop you want. Goofy Gray. Do you have answers to the prostate exam? The last letter. You finished your word. Okay, boys, what have you got here? What the f***? Fluffy Donkey Cock. Fluffy Donkey Cock. What? Fluffy Donkey Cock. Fluffy Donkey Cock. We made. Ja, Rekit ist auch irgendwie der Beste, der kommt doch nie in die Liga. Ist echt so. Hey, Spider Boys! Oh my god! Oh my god! There he goes! There he goes! There he is! How did he find out about our secret lair so easily? Your logo's on the side of the building, retard! Oh boy. See, I haven't had this feeling in quite a while. I see trees of green. Little boys too. Oh. I see them groom. Oh, me and you. You! And I think to myself, what a wonderful world. The therapist says, are your balls blue? Show me I'm a doll. Where he touched you. Oh, and no. I myself. What a wonderful world. Yeah! Oh, look here, it's Molly. Be showing up late. Probably because your fat ass swallowing a fifth plate. The heat you be spitting only comes from your kitchen. The rest is a mission since your rap career's ending. Got my phone on lock after your cringy TikTok. And it's not my fault that your girlfriend's really a suck. Interrupt me again? I won't listen to reasoning. I'll cook your ass up and won't use any seasoning. Oh my god! Oh my god! Okay, Warden. Are there any other guards around here? Any other new recruits? Is this it? No, it's not just you three. You actually have another recruit. It's Phil. Oh, there it. Hi, Phil. Oh. Is he okay? Yeah, no, he loves it here. Ain't that right, Phil? I can't take this in no more! God! How long was that guy working here for? A whole day. Get your little f***ing pasty ass down here before I smack it into next week! Hey, guys, we'll be right back. Yeah, yeah. Hey, goodbye, guys. Goodbye, guys. You Eh? You watch Sponge Guy and Thick Pat? Thick Pat. Sponge Guy. You haven't seen what? How much cum do you produce daily? Oh. 15.
52 gallons. 52 gallons of semen every... Jesus. Wow. No wonder he died, he had fat nuts. Ah, doch, der ist auch in den Stimmung gekommen, Rekord. Okay, that's good. Yeah. That's Fortnite Battle Royale Ninja! This is gonna go on my fucking legs. Ninja! Ninja! I'm a big fan! Doch, doch, that's Rekord. You say to me, little shit! I'm gonna f*** you up, Ninja! You'll be wishing you went back to mix what I've done with you, little shit! I killed Ninja. I'm now the fat, epic swag Dubs Yeet 360 no-scope champion. They call him Big Juicy. On the weekends, I had s*** with his mum, and now they call her Big Lucy. What did you do him like that? Look at what you've done to him. Digga. This little thing has ruined my life ever since you got it. All you do is fap the 2D anime girls and play games with Molly. What about me? What about fapping to me? I fap to Molly. I mean you. No! No! I need that to make money! I promise! This is still good. Oh yeah. Hello, that's a nice email, ladies. This is what I'm talking about! You f***ing beta virgin! That never works for old Bob. Bob, you good? Oh. Don't worry, I got another one. Ob man sich nicht selber mit der Sniper umbringen kann. Wild West, don't you? Yeah. Playgrounds. Time for the Wild West swing set. Come on. Come on. Okay. Wild West swing, go run up there. There you go. Yeah. We got Smashing on trial for IQ being below the legal limit. We have Eddie the Mexicutioner and Juicy and Molly the jury. You really get to decide if he dies or lives. Yeah, kill him. Wait, I didn't... you haven't heard his... Let's just show of hands who wants to kill him. Smashing, you're not supposed to... Stop trying to hang yourself! Smashing, it's not so first off, we have my uncle's leg! He lost in the jungles of Vietnam. Stepped on a bear trap. This is Tom, and we went to elementary school together. Some dude at the Asian market stole my phone, and he took a selfie and emailed it to me. From my phone. Okay. What's the hardest part of a vegetable to eat? What? The wheelchair! Oh. I can't stand it here! Walk it off, buddy. If you smoke some weed, you'll be called a baked potato. Come here, little man. Come here. Stay right there. That's right. I'm about to body this boy. Hearted. Hearted. Farted. Farted. A, B, on wall or F's, you retarded. Ich hasse dieses Lied, ne? Ich hasse diesen Avatar. Das ist Dustin. TikTok. Oh nein. Ja, immer diese Geschäftsführung. Is that narrow? Guess what? What? Sorry, please. Ey, Digga, The Forest mit Erik im Dunkeln, Digga, das wäre, ich glaube, Erik würde ausrasten. In VR. Shark can get a shark head. In VR halt. You've upset us, Smashing, you idiot. No, you upset us. Hold on. 2 minutes. Hang on one second. Digga. Oh yeah. What'd you take a photo of Smashing's charge? Charge protected.
Hey, you! Hey! Get out from behind that van! Why are you looking at us through the window? Through the window! Through the wall! Wow! Why don't you touch my balls? Don't index the Erik weg, oder? Der hat er sich versteckt. Ich weiß es nicht. Oh, excuse me, come back. Just spend a night with me. You don't know what you'll be missing. Cause for your sweet ass, I'll go federal prison. Your sweet ass. One. Just please. No, no. Go! Oh. The first thing Juicy is to get into your happy place. Think about that big titty goth girl at GameStop. Remember when your fingers brushed hers for an eighth of a second? When you bought V-Bucks with your mom's credit card? Live in that moment. Remember it. And then bust. Commies! Commies! Hey, tell me how it is. You did get him a present, didn't you? Oh, I got him the best present. One that close to Milky's heart. Here you go, Smashing. Oh. This is what makes me happy. It takes the pain away. What do you think? Beautiful. What the f*** is wrong with you? He hospitalized himself the other day trying to use an electric toothbrush. Now you give him a shotgun? What's in here? Kitty, there you are! Oh, shit! Oh, God, it's the brony. Oh, my God. Don't look him directly in the eyes. Okay. Yo, digga. Look how much of a waste this is. They put a wet floor sign here. There's not even a wet floor. Yeah, there is. Look at you, John. You shit all over your brother. You're never gonna kill him, dude. Oh, oh yeah, Minecraft wäre noch nice gewesen. In VR. Do you want someone else want to help? No, not yet. Keep going, Smashing! Keep going! Oh my God, you did it so dirty, bro! You animal! Oh my God, look at this place. What the hell, how much did all this cost? Oh, about a month farting on OnlyFans. Look at the size of this toilet! How am I supposed to get on top of there? Just step on that. Steve the Simp. He's a tier 3 sub. He won. You sure? God, this is so messed up. Well, I really have to pee. Sorry, Simpy Steve. Santa, did you bring us a PS5? Smashing, look, it's PS5. Are you f***ing serious, mate? Do you know what kids in North Korea asked for this year? A piece of f***ing broccoli, mate. And you're out here asking for a PS5? Spoiled piece of shit! If you can survive the coat hanger for 9 months, then you can live without a PS5 until mummy's next benefits payment, alright? Unbelievable. This is our favorite game. It's called Tay Zonday. Okay. What the f*** is Tay Zonday? Watch closely, Molly. Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born with high before the sin. Molly, mummy. Yes? Can I get a Sonic the Hedgehog? The Hedgehog? Can you get one of those, please? If you can pronounce it properly, then you can have one, alright? Zonk. Zonk. Come on, but. Zonk. Eddie? What you got there, mate? No, it's my green card, dog. Why? Why are you laughing at me? It's my green card! Do you want to use that card? Yeah. Well, guess what, bitch? Not today! Oh! God, he changed that shit! Your green card is useless here! Oh, this is my dog. His name is Cheeks. Why do you call him Cheeks? Don't ask questions if you can't handle the answers, narrator! Why would you ask someone that? Why would you say that?! Your name? Come on, Christy, hurry up! Digger. VR, you can literally be anything you want. What the f*** is that? What does it look like, bitch? I'm a thick-ass squirrel, and I'm about to get these nuts! Stop! Just close the door and get changed to a different avatar, okay? What button is it? I don't know what button it is. It's the...
Trigger on the Oculus. Warum mache ich meine Tür eigentlich nie zu? Yeah, how do you like horny jail? I don't want to be in horny jail! What do you do when you're in horny jail? Stay off Twitter, stay off my main, ignore Twitch push notifications. That's right. Well, you got 13 more days until that Twitch sub expires. You gotta stay here until that's over. It's set on auto renewal! Please let me out! Please! Is it a tier 3 or a tier 1? I have all the emotes. That's horny death sentence. Oh! What?! Eddie. What? Everyone knows how to do it. Everyone's done it before. Show us your Naruto run. Come on. My Naruto run? Like, yeah, like dude. The... Oh, come on. No, that's... Nah, I can't. It's a little embarrassing. Nah, come on. You can do it. We've all done it, man. Just Mexicana, Eddie. You Sasuke! You sure about this Luigi board thing, dude? Are you sure about this? Go, ask it a question. Ask it a question. Oh my god! She's right there! Molly? Is it true that vaping makes your brain squishier? Yes. I've always wanted a squishy brain. What's this one? Oh, Berber flavored. Hey, I'm just aiming burger. What do you do for a living? I smoke heroin. Okay, this is level one of hell, okay? Now, each one of these levels is a different, like, department of torturing. So this is like the lowest of the low. This isn't the baddest. This is like you're eating chicken and you get, like, a chewy bit every time or something? Or something dumb like that? They just kill your... They kill your dog. What? They just kill it. What are you doing? Yeah, they. No. Oh my god. Right here. Oh god. Just, you know, just crunching him like corn on the cob, you know. Okay. Can we go to the next floor? Nice. Can we please go to the next floor? You see that, boys? See what that is? That's a redstone. No, Eddie! God damn it! Eddie, oh, Jesus Christ. Oh, okay, Eddie! Bro, stop, you're gonna get a nosebleed! Stop it! You're gonna get a nosebleed, Eddie! Stop! Eddie! Stop! Esto me puse bien loco, güey. Quiero encontrar los diamantes, vato. He's reverted back to factory settings. I'm going home, I've had enough of this. No, wait, Josh, wait, stop. We've got your results in, they just came in. You serious? Yep, we found out what's wrong with you. Come here. This isn't easy to say this, but you've got ligma. What? Ligma balls! F*** you! That's it, I knew that. Ist das eigentlich wirklich seine Freundin, oder? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. I trust you, I knew that you were. I should have never come here, I'm never listening to your dog. Ich glaube, wenn du so eine Freundin hast, hast du auch gewonnen im Leben. Ja. What do you think of her? Ja. K-I-T-C. Kitchen. According to the spirit, you need to go. Back downstairs. Mr. Spirit, what do you think of the female race? K-I. God damn it. Christy, just go to the kitchen. It doesn't want to talk to us. Oi! The act's over, mate. It's not cute anymore. Where did you get the Dogecoin? The pumpkin dumps are over just like your mum. Give me it. Give me it. Let go, you little bastard. Let go. You want to get tied up again? You want to get tied up again? Huh? Do you want to go without a bed and without treats? What are you doing? Stop it. Right. Oh, you smart ass bitch! Stop
Don't sniff my ass! Towel. Smell like French people. I'm gonna need you to put a piece of bread between those cheeks, because every time you walk somewhere, you can hear it clapping down the hallway. You wouldn't last 3 minutes in Paris, dude. You know the eight frogs over there? This is a memory of that time I ate a cheesy roll-up. This is me before I ate the cheesy roll-up. Happy as can be. This is me consuming said cheesy roll-up, and this is right when I started to shit myself uncontrollably. This is me making a filing cabinet levitate with my mind. Oh, I forgot about this one. That's when they duct taped me to the ceiling because I was biting people's fingers off at the institution they put me in. Oh, guck mal. No, stop, what are you doing? Why do you hate my VR so much? Hate it? I love this thing. It's just like Kim Kardashian's booty. It's cold, mostly plastic, and I want it on my face. No, that's it. What's the most kills you've ever gotten in a single match of Fortnite? Four. Five. 45. This guy's a hacker. If I came on the Ouija board, would I make a demon? Man. That's a good question though, seriously, tell me. Where is he? Where's your brother? You get off the sink right now. I'm not taking my eye off you, Josh! Mooey! What? I think the dog pooped in the sink. Oh, son of a bitch! Boys! Who opened up Hugo's door? I've had him welded in there for 40 years. What's cousin Hugo? Okay, so basically, we were playing Jizz Biscuit. Cow walked up, sat on the biscuit. 6 days later, cooking, and out pops cousin Hugo. Out of you or the cow? Yes. Hugo! As much as these guys are all kind of being dicks, at least they're properly wearing masks in public. Hey, well done for wearing your mask, dude. Well done. Oh, okay. Get the sink. No. Get the sink. No, f*** you. You need to be defrosted for dinner if you don't get in the sink. I can't defrost you, which means Mum's gonna be mad because there's no meat to cook tonight. Get the sink! The water's running! You can't make me! I said get in the sink. I am your boss! Food does not talk back! Get in the sink! Just because I'm a jumbo wiener does not mean you can stuff me in the freezer and push me past my expiration date. It doesn't work like that. You 80 cents, mate! What you gonna do, bro? What you gonna do? Oh, Jesus Christ, dude. Hey, Milky wants to show you fun. Come on. I don't care. I don't want to go in there. He's going to finger blast me. Smashing, you're an adult now. You're 42. When a man in a clan outfit tries to lure you into a tool shed in the middle of some yard, you know what the right thing to do is, don't you? Das coole ist ja im VR und du kannst eigentlich richtig zocken, so Apex zocken und alles sowas, weil du dir so eine eigene Gaming-Setup und sowas aufbauen kannst. It's okay, it's okay. I was fingered. Who fingered you? Oh god. There you go. What do you got here, Smashing? What is this, huh? This is my favorite tire swing, strung up to the tree. Ah, yes. I miss the days where I tried to string myself up to the tree. Are you a tire? No, I'm suicidal. That's fun. How can I stay angry at you, huh? You can murder all. So here's my tree gun. Bring it, bring it! Okay, that works for me. Ich bin ja trotzdem da unten. Look, there's no one here. He's not in the fridge, is he? No, there's no one in the fridge. I'm in the fridge. Come upstairs, come upstairs. So, man kann Skins und fassen wir vor, wie geht das? Nee, das ist ihr Avatar, das ist den. Das ist der Avatar. Ach so. Hey there, you too. Die kann man halt überall mitnehmen. Come here. Yeah. You know I got that crusty crack that keeps you coming back. Give me some. Give me some. Hold up. Stop. Antenna. Blast you, Krabs. Foiled again. I can't even sell one head of my crank bucket formula. I'll buy some, mate. I'll buy the lot. How much you got? Wait, I wanna try. Shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god! It's so everywhere! It's so everywhere!
die dann nicht so viel durchmachen. Ich weiß es nicht. Tschüss! Kids ain't so bad, hey? Just to be a good dad, mate. What? Are you f***ing serious right now? Did you take a dump on my f***ing Italian pavers, mate? You little f***. Wait, rub your nose in it, rub your nose in it. No, no. Eddie, check. You still got your virginity? You I still got mine. I still got mine. I lost my virginity. Can we go back and get it? I think I know where I left it. No, Josh, when girls eat your virginity, it stays in their digestive for 7 years. Oh, no. Can you buy a new virginity? I seen some for sale on the dark web. Wait. Virgins or virginities? Pretty sure it was virginities. No, that's not a thing, big guy. Say that to the 14 virginities locked up in my basement. Wait. Oh, no. Wait. Where's Juicy? Juicy? Baby, lock them doors and turn the lights down low. Drown my puppy dog. Chicken. Jesus Christ. Who sucks in a glass pipe under the sea? Absorbent and yellow and full of ketamine. Greg Penn. Turning up tricks. He needed some money. He sucked up a fish. Aha, er ist so hoch. This is the worst video that we've ever done. Everybody thinks that he does is sick, but when you ask Josh all the things he does is something fair that everyone doesn't. Is. Who are you? Oh, don't interrupt me when I do my song. If you do that again, your boss won't be so long. We'll tie you up on a little flagpole so tight. And thank you for watching. I bet you could. Yeah? Halt's Maul. Ja. Nee, Björn, nein. Get away! You guys are so stupid, all you do is talk. I still want to know who sucked my horse's cock! Was? Baba Memes Video von gestern reinziehen noch. Ja man, let's go. Ja, ich muss doch mal weg, ne? Ja, komm, wir gehen neues. Was? Ich muss noch mal weg, bevor meine Mutter mich am Ende nachher wieder anschreit. Okay. Baba Memes Video rein, Mann. Waren wir auch schon sehr lange drin. Doch, doch, ist schon lustig. Wichtig, die Nachfolger und keine Person in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Perfekt, dann kommt immer zum besten Zeitpunkt. Warum? Ich muss weg und Nico ist weg.